Ich bin Tina und willkommen zu einem neuen Video. Heute dachte ich mir, reagiere ich mal auf ein Video von Jonas. Und zwar 10 Arten von Ex-Freunden. Und ich würde sagen, ich abonniere natürlich Jonas erstmal und aktiviere das Glöckchen. Aktiviere das Glöckchen später. Ich weiß nicht, wieso das gerade nicht geht. Aber ich gebe ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben unter seinem Video. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch diesen Kanal abonnieren würdet und auch diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Das wäre ziemlich korrekt. Doch bevor wir zum Video kommen, kommt jetzt natürlich erstmal unsere liebe Grüße-Runde. Und damit ganz liebe Grüße an Hannah Queck, an Nida Boxenk, an Isabella Treder, an Saint Style und an die zwei Dämonen. Lass zum Video kommen. Let's go. Okay, du wolltest mit mir sprechen? Jonas, ich kann die Beziehung mit dir nicht weiterführen. Ich mach Schluss. Ab heute bist du mein Ex-Freund. Dieser Übergang, ich schwöre. Stalker, oh mein Gott. Von wegen, ich bin der Ex. So, wo ist denn die liebe Denise? Oh ja. Oh ja. Oh Gott, wenn Gott, das wäre richtig schlimm, wenn man so einen Ex hat. Jo, auf Klo einfach. Das ist creepy. Das ist super creepy. Ich kenne niemanden persönlich und bei mir war es jetzt auch nicht so, dass jemand mich so persönlich gestalkt hat. Aber es kam natürlich auch schon mal vor, dass man sich bei Insta oder so gestalkt hat. Das ist normal. Das hat fast jeder gemacht, den ich kenne von meinen Freunden, weil es dich halt eben interessiert, was beim Ex gerade abgeht, obwohl ihr euch deabonniert habt und dann kommen solche Fake-Profile und so ein Scheiße. Oh Gott, das ist immer so peinlich, aber das macht man halt irgendwie. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der sie eifersüchtig machen will. Hallo. Hi. Hi. Na, ich wollte jetzt gerade noch meinen letzten Karton gerade abholen, ja? Ja, mach das. Okay. Ja, ich glaube, das ist der letzte Karton. Ja, apropos Karton, willst du wissen, wo ich gleich hingehe? Ich habe nämlich gleich ein Date. Aha. Okay. Und zwar mit einem richtig heißen Mädchen. Also, soll ich wissen, was über sie erzählen? Nein. Okay, also sie ist so ungefähr 1,80 groß, so eine Modelstatur. Ja, Brust hat sie auch und schneid mich für dich. Ziemlicher Traumtyp, würde ich sagen. Ich glaube, da kann man schon ziemlich, genau. Geh jetzt auch mal. Yo, so ein Pisser. Ja, ich denke auch, die kann man dann also, ich glaube, die kann man so richtig durchbumsen, wenn man will. Also so richtig, ja, wie wir damals, okay, weißt du noch? Da kann ja, man so richtig, ja, ja, glaube ich, also ich glaube, das ist ein richtig krasses Mädchen. Oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Stell dich vor, ich hatte mal sowas Ähnliches. Also nicht ich habe das gemacht, aber bei mir wurde sowas gemacht. Aber so richtig komisch mit so Musik, die ich mal getan habe. Oh, das war, oh. Und ich wusste, dass diese Person das gerade extra macht, damit ich irgendwie drauf reagiere. Und ich dachte mir so, nee, nee. Boah, ich habe jetzt Bock auf Schokolade. Schatz, ich habe dir doch eben schon gesagt, dass es ein Missverständnis war. Mit Schluss machen meinte ich, dass wir jetzt mit dem Fernseher Schluss machen sollten, weil es Zeit fürs Bett ist. Oh Gott, dieser Twist. Okay, doofes Missverständnis. Ja. Der F-Boy. Ja. Der riecht so küssen ist wie so ein kühles Bier am Morgen. Schön, ne? Wie war deine Ex-Freundin eigentlich so? Meine Ex-Freundin? Ja. Na du, da will ich nicht drüber reden. Die ist doch Schnee von gestern hier. Mach dich mal lieber nackig hier, ne? Das aber, will ich sehen. Aber ich habe gehört, die soll eine ganz süße sein. Vermisst du die nicht? Die Ex-Freundin? Ja. Ne, die kann mich mal total am Pöppis lecken. Die vermisst du wirklich nicht? Ne, meine Ex-Freundin ist doch schon, die ist irgendwie so ein bisschen verbraucht, weißt du? Ist so, also ich brauche frisches... Verbraucht? Ich brauche frisches... Sag mal, spitz! Der Undercover. Ich bin nämlich deine Ex-Freundin, du Ekelhafter! Ich wusste, dass du mich nicht vermisst, ja, ne? Und mich nur ausgenutzt hast, Mann! Du bist so eklig! Das war alles nur ein Kostüm? Ja! Du bist meine Ex-Freundin! Ich bin deine Ex-Freundin! So, und jetzt ist es nämlich raus. Und ich bin nämlich der Ex-Freund davor. Und ich wusste, dass ich dir total egal bin. Also bist du immer noch mit deinem Ex-Ex. Du bist so scheiße! Mann!
Okay, wir schauen einfach weiter. Jetzt Stalker hoch 2, okay? Dieses Gesicht. Irgendwie hat er mich gerade so an meinen Bruder erinnert vom Aussehen. Das war gerade richtig gruselig. Habt ihr das gerade auch gesehen, die Ähnlichkeit? Oder bin ich das? Egal, wir schauen weiter. Hi, ich bin's. Ich wollte nur sagen, dass ich mich wirklich komplett geändert habe. Ich bin jetzt viel sympathischer. Aha. Ich habe mich total geändert. Ich bin nämlich jetzt Fußballspieler und das ist was ganz anderes. Ich habe mich total geändert. Ich habe nämlich jetzt eine neue Jacke und die macht mich zu einem ganz anderen Typen. Ich habe mich total geändert. Ich traue mich jetzt endlich, mich zu wehren. Ich habe mich total geändert. Ich bin jetzt Polizist geworden. Nein, nein, nein. Okay, ich bin ehrlich, ich bin nur Stripper geworden. Hä? Natürlich, der Dinosaurier. Okay, das macht doch überhaupt keinen Sinn, Dinosaurier als Ex-Freund zu haben. Also die sind ja schon lange ausgestorben, Dinosaurier. Ja, ne? Merkst du selber. Der Poetische, okay. Ja, wir sind ja gar nicht mehr zusammen. Aber vielen Dank, dass du mir diese letzte Chance gibst, dich zurückzugewinnen. Und das möchte ich in Form eines Gedichts machen. Deswegen jetzt wie folgt. Ich bin heute dein Ex, du hast mich hart versetzt. Doch höre mir gut zu, du kleine fette Kuh. Mir ist nicht so viel eingefallen, das war das Einzige, was sich gereimt hat. Ich liebe dich noch immer, das Gedicht wird immer schlimmer. Ich möchte dich zurück, du bist ein kleines Scheißestück. Und das ist der Grund, weshalb wir nicht mehr zusammen sind. Scheiße. Mist. Okay. Oh, hi. Was für geiler Ex-Freund. Das ist so ein typischer BWL-Justus-Anzug gerade. Was? Meine Dusche ist kaputt und ich dachte, ich könnte vielleicht deine mit benutzen. Ja, klar. Okay. Ich bin nämlich verdammt dreckig. Mal duscht wirklich. Ob ich mal nachschauen sollte, was er so macht? Ich fühle mich gerade so, als würde ich irgendwo zuschauen, wo ich eigentlich nicht zuschauen sollte. Oh, da ist ja eine Kamera! Ja? Ja, wie ist das denn da eine Kamera? Ist doch ein 10-Arten-Video. Okay, und was bin ich dann für eine Art? Der Geile. Der Geile? Ja. Ja, Mann, das ist Hammer. Ist gut. Ja, es ist aber nur ein Video. Also, was meinst du? In echt bist du ja nicht geil. Ist ja nur eine Szene. Ja, Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat oder wenn ihr mich geil findet, dann gebt sehr gerne einen Daumen nach oben und bis dann. Ciao. Ciao. Ich habe mich manchmal so gefühlt, als hätte ich nicht zuschauen sollen. Aber im Großen und Ganzen war es trotzdem ein cooles Video. Ich habe schon einen Daumen nach oben gegeben. Auf jeden Fall, Leute, falls euch das Video gefallen hat, abonniert Jonas' Kanal und abonniert auch diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt. Und sonst würde ich sagen, habt eine wunderschöne, produktive Woche. Seid ein angenehmer Ex. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.